Bitte. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Bundeskanzler, Hohes Haus. Naja, nach dem bisherigen Verlauf der Debatte bleibt wohl kein anderer Schluss übrig, als dass die meisten von Ihnen anscheinend noch immer nichts aus der Migrationskrise 2015 gelernt haben. Damals hat die rot-schwarze Bundesregierung gemeinsam mit den Linken und auch, das darf man nicht vergessen, mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz in wesentlicher Rolle vollkommen versagt. Man erinnere sich nur... Man erinnere sich nur an Aussagen wie, wir schaffen das und der durchschnittliche Zuwanderer ist intelligenter als der durchschnittliche Österreicher. Auch diesen Satz, sehr geehrter Herr Kurz, werden wir nicht vergessen. Ich habe gedacht, Sie hätten verstanden, was für einen Schaden Sie damals angerichtet haben und hätten kapiert, dass wir eben leider nur beschränkte Ressourcen und Möglichkeiten haben und eben leider nicht jedem Menschen helfen können. Insbesondere nicht, sehr geehrte Damen und Herren, in der schlimmsten Gesundheits- und Wirtschaftskrise der Zweiten Republik. Können Sie nicht wenigstens jetzt einmal, wenn der Zustand so schrecklich ist, sich einmal um die Interessen der eigenen Bevölkerung kümmern, anstatt um derer der ganzen Welt? Nein. Sehr geehrte Damen und Herren, offenbar können Sie es nicht. Die meisten haben nichts dazugelernt. Sie stellen sich auch heute her wieder hin und kommen mit der moralischen Totschlagskeule, dass doch nur Kinder aus Moria aufgenommen werden sollen, wohlwissend, dass es fraglich ist, ob es überhaupt Kinder sind, weil viele etwas Falsches angeben. Wohlwissend, dass es fraglich ist, ob es überhaupt Flüchtlinge sind, weil eben die Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Wohlwissend, dass eben damit nicht nur ein paar Kinder hineinlassen, sondern dank der EMRK die ganze Familie auch noch gleich mit, wohlwissend, dass Sie damit einen gewaltigen Pull-Effekt erzeugen und wohlwissend, dass es die Betroffenen selber waren, die ihre Zelte abgefackelt haben, sehr geehrte Damen und Herren. Ich muss alle, die das hier fordern, jetzt wirklich fragen, ist das jetzt Ihre Form der Politik? Ist das jetzt die neue Methode, dass man sich erpressen lässt, dass man sich jetzt den Weg nach Österreich mit Straftaten erzwingen kann? Was setzen Sie da eigentlich für ein Exempel? Zündet eure Lager an und ihr könnt alle nach Deutschland und Österreich weiter. Oder wie das die ÖVP gemacht hat, dann überweisen wir halt noch mehr Geld. Wir haben bereits gesehen, was die Folgen sind. Merkel hat sich nach dem Brand hingestellt und gesagt, wir nehmen Flüchtlinge an. Und als nächstes hat schon das nächste Flüchtlingslager in Samos gebrannt, das Gott sei Dank schnell wieder gelöscht werden konnte. Aber wenn Sie schon nicht auf uns hören, dann hören Sie wenigstens auf Griechenland, die selbst gebeten haben, dass man eben keine Flüchtlinge aus Moria aufnehmen soll. Wir sagen klar und deutlich, Gewalt darf nicht belohnt werden. Wenn Sie dem jetzt nachgeben, werden die nächsten Flüchtlingslager brennen und dann sind Sie aber dafür verantwortlich. Ich fände es ehrlich gesagt auch schön, wenn es endlich einmal ein bisschen eine sachlichere Diskussion geben würde. Sie stellen sich hin und behaupten immer, jeder, der gegen die Aufnahme von Flüchtlingen oder jetzt Kinder aus Moria sind Unmenschen, sind grausam oder vielleicht noch Schlimmeres. Wir haben schon Vergleiche mit dem Nationalsozialismus heute gehört. In einer idealen Welt, ja, dann gibt es unbegrenzte Ressourcen. Ja, dann kann man jedem helfen. Ja, dann ist alles möglich. Aber das haben wir eben nicht. Sie müssen endlich lernen, Ihren Idealismus und Ihr Gutmenschentum mit der Realität in Einklang zu bringen. Sonst wird das nicht funktionieren. Sie reden immer von Solidarität. Ich muss Sie fragen, was ist mit der Solidarität gegenüber der eigenen Bevölkerung? Wir haben eine Covid-Krise in der größten Gesundheits- und Wirtschaftskrise der Zweiten Republik, wo viele Menschen ohne Arbeit vor dem Nichts stehen, um ihre Existenzen fürchten. Brauchen wir alle Ressourcen im eigenen Land? Es müsste eigentlich heißen, no way, wenn alle überall Grenzen dicht machen, Freiheiten beschränken. Da müsste logischerweise in dieser Zeit auch das Asylsystem ausgesetzt werden, temporär, denn es ist unverantwortlich, in so einer Krise Österreich und die Europäische Union noch mehr zu belasten. Sehr geehrte Damen und Herren, das Problem in Moria ist nicht die Verteilung, wie die EU auch in der aktuellen Migrationsdebatte wieder fordert, sondern die Rückführung. 87% der Migranten in Griechenland sind nämlich illegal dort. Es ist also höchste Zeit, dass sich die EU nicht mehr endlich um die Verteilung von Flüchtlingen kümmert, sondern um die Rückführung illegaler Migranten und um einen effektiven Außengrenzschutz. Dann gäbe es auch Zustände wie in Moria nicht, sehr geehrte Damen und Herren.
Jetzt kommen wir zum EU-Migrationspakt, der auf europäischer Unionsebene diskutiert wird. Jetzt geht es dort um Flüchtlingsverteilung. Dort heißt es jetzt natürlich flexible Solidarität, bei der halt in Zukunft die bestraft werden sollen, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Es ändert allerdings nichts daran, dass der Pull-Effekt auch weiter verstärkt wird. Im Kern geht es auch darum, dass die EU immer weiter ihre Kompetenzen ausweiten will. Wir sagen dazu ein klares Nein und den ÖVP-Umfaller kann ich jetzt schon hören. Nächste.